Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind auf der Map Well Farmer und wir sind bereits im 41. Teil. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir stehen geblieben waren. Der steht gerade, okay. Ja, der war auch gerade fertig, okay, das ist ja ganz praktisch. Dann wollen wir den mal eine Runde entleeren, sozusagen. Ich würde sagen, es ist eine einfache, ihn da runter zu fahren jetzt. So, und damit können wir auf jeden Fall unsere Biodiesel machen, oder wir gucken mal, was für einen Preis wir gerade haben. Ja, Raps ist alles nicht so sonderlich. Ich glaube, wir machen aber eine Runde den Sprit raus. Sprit brauchen wir dann ja auch für die Soja-Geschichte. So, dann fahren wir das gute Stück schon mal da runter. Oh, wow, hier sind Schlingern schon. Hier los. So, Silagemäßig können wir dann auch mal demnächst gucken. Das hatten wir ja festgefahren. Ich hatte von einigen gehört, dass es da wohl Probleme gab, die Silage rauszubekommen, dass nicht alles aufdecken würde. Da bin ich mal gespannt, ob das bei mir auch der Fall ist. So, erstmal das ganze Zeug hier rein. So, da. Und schon wird die Spritproduktion wieder laufen. Gehen wir schon rum und wieder zurück und mal gucken, was die anderen so machen. Großer Vorteil ist, wir hatten ja beim letzten Mal geflügt. Moment, stopp, wir sind ja neu angefangen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt überhaupt fliegen müssen oder nicht. Nein, wir sind ja erst frisch dabei, stimmt. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Ich war fast durcheinander gekommen und er fing schon an zu straucheln, ne? So, das lassen wir hier mal kurz stehen. So, mit dem haben wir hier die Silage gemacht. Da gucken wir es mal kurz rein, was jetzt hier Sache ist. 20% gegärt, das ist alles okay. Dann, was haben wir noch am Start? Ihn haben wir am Start, ihn. Und der neue steht hier, hat er reingemacht, das Ganze. So, wie weit waren wir dann jetzt hier, was die reife Wachstumsgeschichte angeht. Die 57 dementsprechend ist einmal fällig. Auf der 57 können wir also gleich mit rüberfahren hier. So. Ja, die 57, da können wir. Okay, ich habe natürlich geschickterweise das gute Stück fast im Weg geparkt. Oh, wir sind schon schön und zugecruised. Aufpassen, dass wir die Katze nicht platt machen. So. Ja, hier lungert die Katze rum. Fahren wir hier runter, schön steil bergab. So. Ja, das dann müsste 57 sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon mal einen Drescher-Kurs programmiert habe oder nicht. Ich war schon nicht mehr einrennen, aber haben hier einen Weg. So, mal gucken, was hier anliegt. Ja, das ist auch ein spannendes Feld hier neben. Das hätte auch noch was. So, dann wollen wir mal gucken, was unser Curseplay-Part hier sagt, ob wir hier was für haben. 57.
57 haben wir nur ein Sehen da, mehr haben wir noch gar nicht. Okay, da wollen wir mal gucken. So. 5,20 Meter machen wir 5,10 Meter draus. Es ist die 57. Startecke ist. Oh, wo stehen wir hier? Nord. Nordwesten sieht genau richtig aus. Wir fahren auf jeden Fall nach Süden. So, bei dem Spaß hier brauchen wir auf jeden Fall Vorgewende. Das ist ziemlich doof rumzukommen. Sogar ziemlich viel, behaupte ich. So, habe ich die Einstellungen drin, dass ich alles anzeige? Ja. So, dann wollen wir mal. Ja, wo der Startpunkt jetzt ist und wie das genau hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist in dem Sinne auch nicht ganz so wild. Wir stellen mal hier ein, dass er am ersten Wegpunkt anfangen soll. So, dann haben wir Feld 57. Oh, tippen sollte man können. Dreschen 5,1 Meter. So einfach ist es. So. Ja, dann sage ich jetzt einfach zu ihm, er soll Kurs beginnen am ersten Wegpunkt. Okay. Sucht er jetzt den ersten Wegpunkt oder sucht er jetzt den nächstbesten an? Entlasten. Hatte ich das aus Versehen umgestellt, ne? Ersten Wegpunkt einstellen. War das der erste Wegpunkt und ich hatte was verpasst oder so? Ne, das war nicht der erste Wegpunkt. Der erste Wegpunkt ist da vorne. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Naja, okay, erst beim Vorgewende fahren kann natürlich sein, dass er. Ja, doch, jetzt übernimmt er zum ersten Wegpunkt, aber hat die gute Anlage unten gelassen. Naja, okay, dann macht das ja auch nicht. Es funktioniert auf jeden Fall. Und was wollen wir mehr? Ne? So, bin ich denn gerade über alles gesprungen? Ne, da haben wir ihn. Ja, genau, hier mussten wir noch ein paar Ecken korrigieren. Hier waren wir ja mit unserer neuen Anlage am Laufen. So, dann würde ich sagen, senken und anmachen das Ganze. Können wir noch ein paar Ecken korrigieren. Noch eine schöne Spur dann lang. Ich schätze mal, das gleiche Problem werden wir auch unten haben. Aber das ist ja nicht das Problem. Da fahren wir einmal drauf lang und dann ist gut. Da müssen wir mal gucken, die 13, ob die auch gegrubbert war. Weil wenn sie das ist, dann mal die kleine Anfahrtecke da oben, die lasse ich ihn. Ich fahre jetzt hier gleich mal eine Runde hier. Aber die Ecke da unten, die lasse ich ihn nicht. Das geht nicht. Die ist ein bisschen groß. So. Da fahre ich jetzt hier. In die Richtung, wo ich hier schon bin, mache ich die hier unten auch noch mal einen Bogen weg. So. Setzen wir mal zurück. Dann dürfen wir es eigentlich schon fast so ziemlich angucken. Ja, ganz kleine Spur noch. So. Hier ein bisschen mit Ansatz fahren, so. Dann dürfte das schon geklappt haben. Wollen wir mal gucken. Wir hatten, glaube ich, wieder die 13. Ich weiß nicht, ob noch ein Feld gegrubbert oder schon saatbereit war. Da gucken wir dann auf jeden Fall mal. Dann können wir nämlich auch da gleich hinfahren.
Ja, auch ein sehr schöner Traktor. Und die beiden ganzen Let's Plays haben jetzt ja so ziemlich die großen neuen Traktoren von Klaas hier teilweise die Ehre gehabt. Wir haben noch einen kleinen dementsprechend auf der Winterberg. Wir haben die ganz großen Varianten jetzt auch zwischenzeitlich wohl mehrere. Ich will nicht zu viel verraten, falls ich das noch nicht gesehen habe, was noch nicht gelaufen ist. Ich muss zugestehen, dass ich hier ein, zwei Folgen vorproduziere, dann habe ich das nicht ganz so im Auge. Aber auf jeden Fall werden da auch neue kommen. Aber die neuen werden wahrscheinlich erst morgen kommen und vielleicht auch ein neues Flugsystem dementsprechend auf der Saxonia. Da müssen wir mal gucken. So, dann die 13 ist gegrubbert. Das sieht doch gut aus. Hochgezogen ist alles. Fährt noch alles drinne hier. Dann legen wir mal los und heizen mal mit ihm jetzt zur 13 und setzen ihn da an. Oben sehen wir, der ist halb voll. Können wir ein bisschen eine Innenperspektive hier mal machen. Dafür soll ich die Bedienung ausmachen, das sehe ich nicht genug. So, ganz schön schmutzige Fenster haben wir hier auf jeden Fall. Jetzt gehe ich mal wieder auf der Außensicht, weil dann wirkt die Brücke hier noch ein bisschen dramatischer, wenn man hier überhin Bretter mit so einem großen Traktor oder so eine klapprige Holzbrücke. So, ja, hier ist unser Heizkraftwerk gelandet. Haben wir es und hier den Weg rein. Nee, gar nicht. Hier, das ist der 13. Wo bin ich denn schon wieder? So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier einen Kurs haben. Wo sind wir denn hier? Die 13. Ja, Seen haben wir, aber leider nicht in der Größe wie die Maschine, die wir haben. Das macht aber gar nichts. Wir sind eh noch auf Seen, wir gehen auf Kurs. 3,90 Meter. Das ist eine 4 Meter Maschine, das passt dann auf jeden Fall. Wir sind auf der 13. Wir fangen an im Südwesten, das passt schon. Und wollen nach Osten fahren. Ja, ich lasse hier mal zweimal vorfahren hier. Vergessen, was ich zuerst berechnen muss. So, berechnen wir das Ganze. Dann sagen wir, er soll am ersten Wegpunkt starten. So. Dann Feld 13. Seen 3,9 Meter. So, gucken, hat er sich das wunderbar dazu gesortiert. Ja, sieht man, Seen 2,90, Seen 3,90. Das ist super, dann werde ich das noch einfach mal unter Verzeichnis für die verschiedenen Felder anlegen und dann läuft das auch alles und wird es auch ein bisschen ordentlicher. Dann kriegen wir das Ganze auch hin. So, mal gucken, am ersten Wegpunkt beginnen. Ja, das ist hier vorne. Ich würde sagen, dann lasse ich ihn mal, mal sehen, was er daraus macht. Ne? Da musst du erstmal drehen, mein Freund, nicht einfach loslegen, oder? Lässt du die Anfangsecke weg. Wow, okay. Jetzt macht er sich festgefahren. Das ist ja schon ein bisschen deppig, muss man fast sagen. So. Hab ich so viel von dir gehalten und dann machst du sowas. Da soll man natürlich gucken. Ich will ihn jetzt hier nicht so fahren lassen, sondern er wird dann garantiert da vorne gleich nach dem Knick sagen, ich bin aber doch fertig. Ach ne, er war noch unten. So, Seemaschine an. Dann fahre ich jetzt nämlich hier einmal den
den Bogen. Ich hoffe, dass er es danach schnallt. So. Na, bleib mal hier. Jetzt muss ich das nämlich einmal abändern in am nächsten Wegpunkt. Starten und. Ja, das legt dann los. Gucken wir mal. Ja, jetzt seht ihr, es dürfte auch fahren. Ja, wunderbar. Das hat doch schon mal was. Die Gerste muss jetzt gleich leer gemacht werden. Ja, die Vermutung habe ich dementsprechend auch. Und da sind wir schon wieder. Und das geht schon wieder los, sozusagen. Ja, aber so wie es aussieht, würde ich sagen, dass wir die Gerste beim nächsten Mal abholen. Ich werde schon mal in die Richtung fahren. Und währenddessen bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, auch ein Abo, wenn ihr gerne möchtet. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Danke mich natürlich auch dementsprechend bei allen, die immer schon fleißig mit dabei sind. Ich hoffe, dass es euch auch weiterhin gefällt. Lasst Kommentare im Kommentarbereich, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Und am Ende des Videos habt ihr noch ein paar Vorschläge, was ihr noch gucken könntet. Das sind meine anderen beiden Serien von vom Landwirtschaftssimulator und auch noch eine andere Sache. Da könnt ihr mal gucken, mal sehen, was euch davon noch zusagt, falls ihr was davon noch nicht kennt. Ja, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.